Was geht, meine Freunde? Willkommen zu Stardew Valley und let's go! Ja, weiter geht's hier. Okay. Ah, okay, wir kriegen noch ein Baby, noch. Ja, stimmt, die hat mich, glaube ich, daran erinnert. So, ich will mal gucken, ob das hier gealtert ist. Aber schon mal Silberqualität, das ist schon mal ziemlich gut. Ich werde nie wieder altern lassen, glaube ich. Außer ich mache das in Massen, das wäre eigentlich auch nicht mehr so schlecht. Und jetzt hier ist ein Wein fertig. Okay, Cranberries Wein. Okay, hier sehe ich schon... Die arbeiten nicht. Nicht, ne? Oh, nice. So, die haben sogar Futter, das heißt, ich muss... wieso hat das geleckt? Ich mache jetzt, ich habe jetzt eine neue Aufnahme gestartet, weil sonst wird es asynchron und ich weiß das. Also nicht wundern. Warum hat das geleckt? What the fuck? Die Musik passt auch so. So, gerade so richtig mysteriös gewesen. So. Boah, Jungs, es ist lang her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Okay. Ja, das ist letzte, das ist echt lang her. Was wollte ich euch erinnern lassen? Oder eher gesagt, wissen lassen. So. Ja, es, das Problem war halt einfach nur, ich habe auch andere Projekte aufgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe, glaube ich, Terraria mal gespielt. Und glaube noch irgendein Spiel. Ich glaube, ich habe mehr so Together-Spiele gemacht. Ich habe überhaupt nichts im Singleplayer gespielt. Deswegen. Ja. Oder ich habe irgendwie. Was heißt hier vergessen? Also, ich wollte jetzt sagen, vergessen, aber. Habe ich aber nicht. Ich wollte es jeden Tag aufnehmen und dann kam ich nie dazu. Ich weiß nicht warum. Naja, ich hatte sowieso genug im Voraus. Da dachte ich mir halt einfach mal. Ja, dann machst du es halt, wenn du mal wieder Lust drauf hast. Aber dann hatte ich irgendwie nie so großartig Lust, aber ich hab mir immer gesagt, ich sollte das mal machen. Und dann, ja, wurde es bis jetzt nichts. Aber jetzt wird's was. Und jetzt wurde's was. Ja, ganz einfach. So. So. Jetzt kann man auf jeden Fall ziemlich viele Sachen, die man dann auch in... in den Weinkoffer rein tun können. Oder irgendwas, was für ein Weinkoffer. Ich kann. Ich kann jetzt viele Sachen jetzt in die Preservas Jars reintun und in die Kegs. Und das ist nice. So, ja, hier sehe ich schon was. Ne, das müssen wir dürfen nicht vergessen, ne. So, okay, zack. Zack, zack. Und zweimal Wolle, das ist nice. So, dann gibt es hier nochmal so ein Eck. Zack. Dinosaurier-Eck tun wir natürlich nicht rein. So, dann gibt es nur noch die Milch. Zack, zack. Das hier nehme ich mit. Tue ich auch rein. Auch wenn es Iridium-Milch ist, trotzdem, man bekommt daraus trotzdem mehr, wenn man Käse daraus macht, weil das eh sicher Goldqualität wird, weil das war Large Milk, ne? Nee, diese klar. Nee. Boah, warum habe ich überlegt? So, Kaffee, nee. Kann ich hier schön machen. So, Wein. Produziert ja alles. Dann sind es nur noch diese Preservas Jars. Ich habe ja gar keinen Wein. Zum Produzieren. So. Okay, 4 Hot Peppers. Machen wir daraus. Dann haben wir hier noch was. Und ja, noch ein Cranberry. Mehr aber nicht, oder? Mehr kann man auch nicht reintun. Trüffel gibt es sowieso nicht.
So, warte mal. Stimmt, Öl haben wir schon scheinbar gemacht. Gut, Jungs, dann. Was ist jetzt angesagt? Was habe ich denn sonst gemacht? Genau, wir sind dann in den Strand gegangen. Stimmt, sonst und sich. Wobei, wir haben jetzt 200.000. Stimmt, wir wollten jetzt den Katalog von Robin kaufen. Jetzt kann man nämlich ein bisschen mehr dekorieren und ja, so weiteres Zeug halt. Oh, Jungs, Alter. Ich habe schon fast meine ganzen Ziele vergessen. Aber ich habe die mir zum Glück aufgeschrieben. Sowieso 200.000 kann ich mir eigentlich merken, dass ich da irgendwas kaufen sollte. Gut, dann haben wir aber wenig Geld, ne? Shops closed for the day. I'm at Carolyn's place for Arabics Club. Okay. Das heißt, heute ist es geschlossen. Na gut. Kannst du nichts machen. So, habe ich irgendwelche Quests? Ich stimmt, ich wollte einen Linkord fangen. Ich glaube, das war im River, oder? Und ich glaube, es war Anytime. Ja gut, machen wir, versuchen wir es halt einfach mal. Das war Anytime, da bin ich mir ziemlich sicher. Also wir können es den ganzen Tag versuchen, wir haben einigermaßen Energie. So, ich hoffe, du bist ein Linkord, aber ich glaube eher weniger. Wichse ich, glaube ich, gar nicht so, oder? Wie ein Perch. Okay. Genau, das Perch. Ich glaube, Perch ist so einer der häufigsten Fische in River. Zumindest kommt er mir so vor. Und ich hoffe, du bist jetzt ein Link-COD. Link-COD. Nee, Linkot. Komm. So. Nee, ein Pike. Komm, komm, komm. Okay, das könnte einer sein. Ich weiß nicht, ob der linke Kot ein schwieriger Fisch ist oder leichter, ich habe keine Ahnung. Jawohl! Ja, mein. Wen soll man das bringen? Willi. Gut, haben wir einen. Das heißt, diese Quest ist dann auch erledigt. Gut, dann haben wir nur noch eine und ja, die ist halt. Da muss man halt bis zum Sommer warten. So, das ganze Zeug hole ich danach aus. Also bringen wir dir erstmal den Link-Code. Ach, ich kann nur zum Shop oder was? Da muss er wohl raus. Das heißt, bis 5 PM müssen wir erstmal warten, bis der Typ da rauskommt. Na gut. Aber einen Linkord haben wir jetzt wenigstens, ne? Das ist schon mal das Schwierigste an der Quest gewesen. Muss man hier nur noch auf den Typen warten. Und morgen können wir dann für 200.000
den Katalog kaufen. Und das ist nice. Ich würde ja hier gerne eigentlich über so ein Thema sprechen, aber der Part ist halt so weit vorausaufgenommen, dass ich das nicht machen kann. Ich glaube, das erkläre ich schon in mehreren Parts. Es ist jetzt nicht mehr so vorausgenommen, ja, weil ich auch eine lange Pause gemacht habe. Aber trotzdem sind, glaube ich, immer noch 20, 30 Parts voraus. Das ist halt das Problem, ne? Dann rede ich heute über ein Thema und dann kommt das erst 30 Tage später. Das ist halt auch ein bisschen blöd, ne? Da kann ich nicht über aktuelle Themen reden, das funktioniert nicht. Udi? Aber ich glaube sowieso allgemein kann ich gar nicht über aktuelle Themen. Und wobei, kann ich schon. Ja, kann ich wirklich schon. So, der müsste jetzt aushaben, das heißt, der müsste jetzt rauskommen. Servus. So, dann kriegst du das hier. Hey, that's a real anchor. You have certainly got the angler's blood in you. So, dann krieg ich das Geld hier. Nee. Und ja, let's go. Und ja, dann haben wir's. Nee. Nee, nee. Ja, da haben wir's. Zack. Gut. Diese Quest ist dann erledigt. Und dann habe ich auch einen Titel für dieses. Für diesen Part. Dann kaufe ich das. Und er hat gesagt, den Katalog. Ich glaube, ich kaufe den Katalog im nächsten Part, damit ich dafür auch einen Titel habe. Sorry, aber so ist das Leben. Und weiß ich nicht, wie ich den Part nennen soll, ne? Ist auch ein bisschen blöd. So, dann habe ich Kaffee. Habe ich noch irgendwas Nices, was ich da rein tun kann? Ach, diesen Silberqualität. Habe ich heute 10 Korallen? Nö, habe ich nicht. Ich brauche dafür aber normale Korallen. Müssen natürlich beide jetzt natürlich Silberqualität sein, ist ja klar. Jutsch. Also, Katalog wird im nächsten Part gekauft. I used to be a night owl, but I'm starting to enjoy the rhythm of life. Okay. Das kennen wir schon. Also, unser Kind ist ein bisschen creepy, finde ich, aber auf jeden Fall, genau, das wollte ich euch auch noch sagen. Das ist die höchste Stufe vom Kind, glaube ich. Höher geht's nicht. Zumindest habe ich jetzt nichts dazu gefunden. Das heißt, höher geht es, höher wird das Kind gar nicht. So, wir haben nur 12.000 bekommen. Etwas schwache Ausbeute, aber was will man tun, ne? Wenn man keine Trüffel hat. Ja, haben wir auch. Stimmt, wir könnten jederzeit kochen, aber nö. Wofür sollte man kochen eigentlich? Pizza. Ja, doch, Pizza ist lecker, ne? Aber dann kriegt man ja nie mehr raus. Aber eigentlich für eine Pizza sollte man schon viel mehr rausbekommen, weil es gibt ja auch Pizza-Lieferservice und dafür geben ja auch Leute Geld aus, weil die da besser schmecken. Kommt doch immer auf die Zubereitung an, oder nicht? Und dafür kann man doch immer Geld verlangen. Sorry. So. Ich habe... Jungs, sorry, aber irgendwie habe ich hier wieder den Faden verloren. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ich bin ganz halt so still im Part, aber... Ne, nicht Paula, ich will diese melken. Ah, die hat nichts. Na gut, Schweine können natürlich auch nichts legen. Ist ja gerade Winter. Ich wünsche, es wäre Frühling. Wir haben aber erst den 10.
Das heißt, das könnte noch dauern. Ja, das wird wohl dauern. Aber es wird schon bald. Es wird schon bald Frühling werden, hoffentlich. Es wäre natürlich schön, hier Frühling zu haben, das wäre schön. Denn dann können wir nämlich auch draußen Sachen ernten. Oder eher gesagt, Sommer wäre schön, weil Sommer, wir müssen ja den Sommer jetzt erreichen, damit wir endlich mal was, ja, ein bisschen weiter, so ein bisschen weiter in meine Zielbranche reingehen. Damit wir auch ein Ziel dann erreichen können. So. Ich werde auf jeden Fall bald diese Cranberries dann abreißen, damit wir dann schön die Starfruits da pflanzen können. Aber nur, wenn wir das mal viele Keks haben und die dann auch alle frei haben. So. Mushrooms brauche ich jetzt gar nicht dahin zu gehen, weil wir das gestern schon abgeerntet haben. Die kriegt man ja alle 2 Tage. Boah. Oh, lecker. Lecker, lecker, lecker. So, das ist natürlich lecker. Das sind aber nur 4 Weine. Trotzdem ist etwas. Muss man schon mal so sagen. Schön, wir haben auch 2x Duckfeber. Das ist auch nice. Okay, So, nein. So. Okay, gut. Warte mal, die arbeiten doch auch nicht hier. Habe ich das die ganze Zeit nicht gemerkt? So, hier arbeitet aber alles, oder? Ja, gut, außer jetzt die Eierdinger, aber da habe ich auch jetzt nichts zum Reinschmeißen. Ja gut, dann passt das soweit. Dann hole ich mir den Katalog im nächsten Part. Und solange haben wir eigentlich auch nicht weiter was zu tun. Warte mal, wir könnten mal Weed Seeds holen und Hop Seeds. Hop Starter, glaube ich, heißt das. Ich hoffe, man kann das bei Pierre kaufen. Ich glaube aber eher weniger, oder? Ich hoffe es zumindest. Scheinbar kann man da gar keine Seeds kaufen, nur bestimmte pro Saison. Okay, das ist ein bisschen schade. Das heißt, wir können auf jeden Fall, ja, in diesem Monat keine Seeds kaufen. Das heißt, das können wir erstmal vergessen, weil das würde ich euch auch gerne zeigen, was man noch alles mit den Keks machen kann, glaube ich. Ich glaube, es war mit den Keks, oder? Oder irgendwelche Sachen noch machen wollte. Genau. Das sind 3 Produkte. Und die würde ich halt auch gerne machen. Damit wir die auch mal gesehen haben und ja. Damit ihr auch mal wisst, dass man die auch machen kann. Aber ich denke, ich werde die auf jeden Fall nicht öfters machen, weil die Zutaten dafür fehlen. Wobei. Okay, warte mal. Also Honig. Es gibt eine Sache, die man mit Honig machen kann und ja, und die kann man eigentlich schon häufiger machen. Ist ja besser als normaler Honig, ne? Also kann man schon machen. Ich weiß aber nicht, wie lange das dauert. Ah, das könnte man schon mit dem Keck machen.
So. Was sind eigentlich diese Dinger hier? Ich hätte mich jetzt gerade echt gewundert, wenn das jetzt kaputt gegangen wäre. Aber ich denke mal, das ist Dekoration. Ich weiß aber auch nicht, was das darstellen soll. Was soll denn das darstellen, ne? So, mehr ist hier nicht. Ein bisschen schade. Aber gut. Wenn da nichts ist dann halt nichts. Was willst du da machen? Ja, und weiter gibt's auch nicht. Also mehr vom Tag gibt's natürlich auch hier nicht. Ja gut, bringen wir das halt einfach die Tage einfach mal so schnell wie möglich aus dem Tisch. Na, dann ist das alles schnell gegessen. Und dann hat man halt, dann kommt man halt schneller zum Sommer. Aber auf Geld verzichte ich sicherlich nicht, weil das wäre natürlich ein bisschen schwachsinnig. So. Alter, wie lange das einfach nur dauert. Jetzt mal ohne Müll. Joker, I just want to say that I appreciate all the hard work you do for us. I'm really proud of you. Dankeschön. So, da ist der Kalender. Ne. Okay, Sebastians Birthday. Da sieht man auch die ganzen Geburtstage. Festival of Ice haben wir den aber verpasst. Feast of the Winter Star. Year 3. Das heißt, wir sind im vierten Jahr dann. Das heißt, die Kerze brennt dann jedes Mal, wenn wir das Jahr abgeschlossen haben. Das heißt, Jahr 3 weg, dann brennt das Ding hier. Da bin ich auch gespannt drauf, was jetzt passiert, weil ich glaube, es gibt nur 3 Kerzen. Das würde ich euch gerne mal zeigen, bevor ich den Part beende. Da wir eh nichts Spannendes jetzt gemacht haben, denke ich, da geht das schon klar, dass wir das jetzt auch noch zeigen. Vor allem, mich interessiert das sogar selber. So, hier gibt es ja das Grab, ne? Hier sind. Achso, nee. Sind jetzt 3 Kerzen offen. Da ist a diamond shaped slot in the shrine. Was that always there? Soll ich da einen Diamanten reintun oder was? Jungs. Interessiert mich jetzt mal. Schreibe ich mir jetzt mal auf. Diamond in Grave. Ist mir das ganze Zeit entgangen oder? Gut, hier sind 4 Kerzen und ich kann wahrscheinlich da einen Diamant reintun. Zumindest denke ich das. Das können wir mal ausprobieren. Dann haben wir auch noch eine Sache mehr zu lüften. Sobald hier das nächste Diamant kommt, dann müsste der nächsten Tag eigentlich kommen hier. Könnte man das eigentlich herausfinden. Aber bis dahin wissen wir es halt nicht. Und das ist auch schon mal nice, dass wir das hier haben. Auch vom Prairie of the Journey King könnt ihr das sicherlich vergessen, dass ich das da schaffe. Werde ich auch nicht versuchen, sorry, aber das habe ich euch, glaube ich, auch gesagt. So, es ist echt ein bisschen schwache Ausbeute hier. Muss man so sehen. Aber gut, guck mal, wie viel Lobster wir bekommen haben. So. Das ist natürlich ein bisschen mager hier. Ohne die Trüffel ist das, läuft das hier nicht so gutes Geschäft. Duck Fever,
Ich denke, wir bekommen viel mehr, wenn wir Duck-Mayonnaise machen, ne? Das ist bringt viel mehr als Duck-Fever. Die ist ja sau wenig wert, jetzt mal ohne Müll. Ist ziemlich wenig wert und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder, meine Damen und Herren. Haut rein, ciao!